Hallihallo und herzlich willkommen zum 33. Teil des Char-Kriegers. Das ist gleichzeitig auch der vorletzte Teil, weil, um ehrlich zu sein, das richtige Finale von der persönlichen Geschichte, ich bin mir nicht sicher, ob ich da ein Video machen soll oder nicht. This temple must have been magnificent. It's painful to see it so ruined. Its foundations were shaken by the destruction of ore, but it's still standing. Good work that. Of course its foundations were good. That's where they put the tombs. Lead the way, Commander. Welcome, Commander. I've asked Priestess Rai to join us. Her knowledge of the God of Death is unmatched. I never thought I'd be standing here. The Cathedral of Silence, the first temple of Granthenteria. This is the shrine of the Seven Reapers. Who were the Seven Reapers? Priests of Grenth? Mortal heroes that fought beside Grenth when he defeated the god Doom and ascended to the throne of death. They became his avatars. I can still feel the altar's sanctity. The secrets you seek are here. But Orion rites were very different. I may not be able to call the temple guardian. Don't worry. Where faith ends, science begins. This is my Voed. That's very old energy detector to you, non-geniuses. At this setting, it triggers old emotional resonance, visions of the past. When we get to the altar, we'll watch the image residue of the Orions and see what they did. Excellent. Follow me then, and we'll find that altar. Okay, jetzt ist Zeit mal mit den Leuten zu reden. Und zwar ist es halt so, dass die eigentlich finale persönliche Geschichte dann wirklich in Ada endet, wo man dann Seitan besiegt. Nur ich bin mir nicht sicher, wie ich das aufnehmen soll und ob ich das überhaupt aufnehmen sollte. Ich meine, in der nächsten Zeit habe ich nicht wirklich Zeit dafür, aber vielleicht werde ich das einfach nachholen. Deswegen vorerst ist das die vorletzte Episode und die letzte Episode, beziehungsweise die vorerst letzte ist die Nummer 34 dann. Aber kommen wir hier zurück auf unsere persönliche Geschichte. Und zwar, in der letzten Episode war es so, dass wir versucht haben, Ohr zu reinigen, nur war mir nicht wirklich irgendwie beim Herzen des Landes. Und wir wollen herausfinden, wo das eigentlich ist. Also machen wir uns hier auf dem Weg zur Kathedrale der Stille, um mit der Hilfe von dem Asura da und dieser Priesterin von Grenth, die irgendwie sich total wie ein Fangirl anhört, irgendwie Informationen rauszukriegen, wo eigentlich das Herz von Orr ist und der Mittelpunkt von Orr. Wir lernen sonst auch noch sehr viele andere Details kennen, wie zum Beispiel, wer diese Reaper sind, mit denen wir jetzt reden werden, weil mit Grants selber werden wir sicher nicht reden können, weil der ist einfach nicht da und er will mit niemandem reden. Und diese Diener oder Avatare von ihm sind es eigentlich. Das waren eigentlich früher auch Menschen. Grenth war sowieso ein Halbgott. Und zwar war er der Sohn von Dwaena und einem sehr berühmten Bildhauer, der auch, glaube ich, diese ganzen Tempel gebaut hat in Orr. Ja, kann gut sein. Und er war eigentlich, glaube ich, der Einzige, der überhaupt Kontakt, direkten Kontakt mit den Göttern hatte. Und ich glaube, er war auch blind. Das habe ich vor Jahren mal gelesen gehabt. Von daher nimmt mich nicht ganz beim Wort. Und Grants selber, der hat dann sich gedacht, naja, irgendwie der momentane Gott des Todes ist irgendwie total doof. Der lässt uns nicht Leute wiederbeleben und das kann gar nicht angehen. Also ist er dann mit Unterstützung zu diesem Gott gegangen mit dem Namen Doom, hat ihn besiegt und hat sich selber gethront, beziehungsweise auf den Thron dann gesetzt und wurde der neue Gott des Todes. So einfach. Und ja. In dieser Episode sind wir halt auf dem Weg hier in diese Kathedrale, denn da sollten wir eigentlich Zugang haben zu diesen Avataren, zu diesen Reapern. Und das Interessante ist ja, dass wir zuerst Visionen sehen müssen, wie eigentlich der Beschwörungsritus erfolgt von diesen Reapern, weil wir haben einfach keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir haben deswegen sicherheitshalber nicht nur die Priesterin da, sondern auch diesen kleinen Asura, den ich euch vorhin gezeigt habe und vorgestellt habe. Denn der hat ein Gerät, mit dem man Visionen sehen kann.
Außerdem, Traherne ist überhaupt keine Hilfe in der Sache. Er kennt sich mit Ohr aus, aber nicht mit Göttern. Die Priesterin kennt sich mit Göttern aus, ist aber irgendwie nicht wirklich so gut. Und im Endeffekt retten die Ungläubigen mal wieder den Tag. In diesem Video halt die Asura. Und wir selber sind ja auch Char. Und wir glauben nicht wirklich an Götter, weil wir haben unsere Götter besiegt. Wir haben sie getötet. Und deswegen auch eine kleine Ankündigung. Ich glaube, ich werde den Sonntagsslot trotzdem, zumindest für die nächsten Wochen, offen lassen, den Sonntagsslot. Und werde einfach einen neuen Charakter anfangen mit Charakterstellung und allem, wo ihr dann mitsehen könnt, wie ich das mache und für was ich mich entscheide. Und dann werden wir einfach diesen Charakter spielen. Und zwar wird das ein Waldläufer werden. Denn ich würde gern wieder mal Waldläufer spielen, habe aber keinen Slot frei gehabt. Jetzt habe ich den Slot irgendwie frei bekommen. Und ja, dann werden wir den einfach spielen. Weil seit der Beta habe ich keinen Waldläufer mehr gezockt und ich hätte mal wieder Lust irgendwie. Vor allem, wenn ich mir das erste Guild Wars 2 Video anschaue auf diesem Kanal, das eigentlich nicht das erste war, das ein Livestream-Video ist, das nicht wirklich gut war. Nein, gar nicht. Das Problem war einfach, ich konnte auch die Audio-Levels und so nicht kontrollieren, weil, naja, ich hätte keinen Zuseher. Ja, ich habe aber trotzdem gestreamt, weil ich Interesse daran hatte. Wir müssen hier aber zuerst diesen komischen Tempel säubern, bevor wir überhaupt was machen können. Sehr viele untote Spinnen kommen auf uns zu und sonst auch Untote. Und dann später dürfen wir wahrscheinlich auch wieder hier einen Platz verteidigen und sowas. Also total das Übliche, was wir kennen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen ungewohnt, dass wirklich dann die persönliche Story verlangt, dass man dann eine Instanz macht. Weil das bricht irgendwie den bisherigen Verlauf der persönlichen Story und sagt, okay, du machst das alleine, du levelst ein bisschen hoch in der Welt, gehst dann wieder hin, machst die Story, machst ein paar Missionen, bis sie dann zu schwer sind oder zu hoch, levelst ein bisschen weiter, kommst wieder vorbei, machst das alles allein. Ja, jetzt da hören. Hier sind noch mehr Gegner. Die NPCs, die sagen leider überhaupt nichts Neues. Ich glaube, erst wenn man die Mission abgeschlossen hat, hört man ein bisschen was Neues dazu, was sie denn zu sagen haben. Davor sonst aber irgendwie gar nichts. Was auch ein bisschen irritierend ist. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich meine, NPCs sollten schon ein bisschen mehr zu sagen haben. Und dadurch, dass es Text ist, ist es ein bisschen leichter zu implementieren. Oh, die Tür ist aufgegangen. Wir müssen zuerst aber alle NPCs retzen, weil, hey, NPCs sind total unfähig. Ja, unfähig. Ach, wieder ein Veteran, wie hübsch. Der ist einer von dieser ätzenden Sorte, wo man zuerst nicht rennen darf, dann haut er ab und macht einen Sturzflug, wo man dann ausweichen darf, wenn ich getroffen werden will, und sonst macht er gar nichts. Blöder, blöder, untoter Ritter. Ich weiß auch nicht, wieso sie Flügel haben. Die sollten ja Gargoyles heißen, ja? Und den Gargoyle-Helm aus Dark Souls haben. Das wäre recht cool. Und würde mir persönlich wirklich gefallen, aber naja. Und eine helle Bade als Waffe wäre auch nice. Aber ich habe leider hier keinen Sagen zum Design. Na gut, dann retzen wir dich hier. Und dann können wir uns hoffentlich nach vorne aufmachen und gucken, was da passiert. Was ist denn da vorne, hä? Wie der da geht? Vizier Kilbron says he can defeat them, but we must prepare for the worst. As Desmina did so many years ago, we shall call upon Grinth for his aid. If war dies, at least we will be with him. Where is the god to whom I give my undying devotion? Where is the god to whom I may beg revenge against those who scorn me? Gaining adrenaline! We should mimic them.
Everyone to your places. Where is the god to whom I may give my undying devotion? Where is the god to whom I may beg revenge against those who scorn me? Follow where I lead. Come whence I call. And the corpses of the dead will be yours to control. Nett. Wir haben einfach dieses Ritual nachgemacht und schon ist er da. Und wieder nichts Neues von ihr. Schade, schade, schade. Hail, Ancient One! Rise from your frozen tomb. I, your priestess, call upon you in the name of Grenth himself. Who dares summon me? A true priest? Is there such a thing in this fallen land? I am Grenth's servant, and we have survived many dangers to speak with you. Please, hear us. I see in your heart that you are no stranger to death. Very well. I will hear you out. But in return, you will kill in Grenth's name. The keeper of this shrine has fallen to Zartan. Grenth wishes him returned, but I am too weak to perform the task. Destroy the keeper, and I will answer your questions. Thank you, Dark Reaper. We will do as you have asked. Destroy the corruption. Return the soul of the keeper. Go. Der Kerl ist auf jeden Fall direkt. Wir dürfen also seine dreckige Wäsche waschen. Was für ein Wunder. Gar nicht ungewöhnlich, ja. Während deiner Mission kriegen wir eine weitere Quest. Und zwar dürfen wir hier hinten durch. Mit einem anderen Charakter war ich dort mal, glaube ich, wegen der persönlichen Geschichte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jedenfalls wieder viele, viele Untote, gegen die wir kämpfen dürfen, bis wir dann zum Priester angelangt sind und dann dürfen wir den halt vernichten. Aber das Interessante ist ja, dass einige von den Dienern von Zartan ähnlich aussehen wie der Kerl. Finde ich sehr interessant. Und anscheinend können auch diese Kerle also verderben. Und für einen Drachen zum Beispiel arbeiten. Was ungewöhnlich ist. Dass vor allem relativ starke Leute wirklich korrupt werden können. Aber eigentlich ist es nicht ganz so ungewöhnlich. Zumindest wenn man es mit dem Real Life vergleicht. So ziemlich jeder hat seinen Preis. Und wer weiß, was Zartan denen alles bietet, neben noch mehr Macht. Man weiß es nicht. Oder zumindest weiß ich's nicht. Und ich will es auch nicht wirklich wissen. Weil vielleicht wollen irgendwelche von den Leuten da oder von diesen Viechern ganz, ganz komische Sachen. Vielleicht steht ja jemand auf. Bananen. Und will dann eine Tonne Bananen. Jeden Tag. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber ja, wir haben auch sonst halt von einer anderen Priesterin gehört. Von Desmina, glaube ich, hieß die. Haben zumindest diese Orianna da gesprochen. Ja, schon wieder liegt da jemand. Ah, das Vieh. Gut. Und die war halt eine der ersten Priesterinnen. Und ein Vorbild für alle Priester von Grenth. Und wir dürfen, oder müssen jetzt eigentlich sogar, im Namen von Grenth killen. Weil, naja, das will halt dieser Reaper. Und außerdem ist dieser Reaper so ein bisschen creepy. Immer alles um Tod und Killen und sowas. Also normal, vor allem wenn man über den Gott des Todes spricht. Und er hat sofort erkannt, dass wir doch recht viele Leute getötet haben. Wieso spielen wir in den meisten Spielen immer Massenmörder? Wieso? Ich weiß es nicht. Weil wir ein Held sein wollen. Und Helden sind irgendwie, wenn man es ganz negativ sieht, Massenmörder. So, hier ist der Priester, der zaubert schön, genauso wie hier die anderen Leute und labert vor sich hin, beschwört so Schattendiener, die wir töten können, nicht müssen. Sonst diese ätzenden Flächenangriffe sind auch irgendwie meh.
Man kann sogar rechtzeitig rauslaufen, ohne irgendwie rauszurollen oder so. Aber wenn sie einen erwischen, dann wird man, glaube ich, kurz gestunt. Nein, wir werden sicher nicht Seitan dienen. Ich dachte, hier geht irgendwie ein Dialog gleich los. Aber nein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, killen wir hier, was über ist, damit dann die NPCs aufstehen, denn die wollen einfach nicht. Die liegen da rum und chillen. Trinken vielleicht einen Cocktail, wenn sie einen Cocktail mitgenommen haben. Vielleicht mit so einem kleinen Sonnenschirmchen. Denn dieser Ort ist heiter, oder? Ich meine, das Interieur, das sieht sehr hell aus und hat warme Farben. Und der Staub und die Spinnweben, die machen alles lockerer, flockiger, weicher, hübsch. We've done it. Praise Grinth. Praise the eternal alchemy, you mean? It was my device that summoned that creepy guy in the first place. We've fulfilled our part of the bargain, Reaper. Will you honor yours? So shall it be. You seek the heart of war, then you must go to the very beginning. The rock where the gods first set foot upon this world. There is an artesian well hidden in the mountains behind the temple of Melandru. There, you will find the place where Or began. Thank you. We'll go there and cleanse this land of the dragon's corruption. Or will once again be free. Let it be so. I will see you again, heroes. In every swing of your enemy's blade, I will be there. Also seine Sprüche sind richtig creepy, wie wir da sehen konnten. Wir dürfen uns aber jetzt entscheiden für eine Rune. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, die interessanteste wäre sowieso die erste hier. Sie ist wunderbar für ein Magic Find oder magisches Gespürset, wenn man so eins haben will. Und ich dachte, die wären teurer. Aber wir schauen hier gleich mal nach. Ich dachte wirklich, dass die teurer wären. Aber anscheinend sind sie nicht mehr so teuer wie früher. Naja, wahrscheinlich, weil die ganzen Leute Interesse verloren haben an Magic Find. Aber trotzdem. Vielleicht reden wir hier mit den ganzen Leutchen noch. Der Suda ist halt nicht der. Der andere, der ist total eingenommen von sich selber und meint, hey, die ewige Alchemie, die hat das geschafft und gemacht. Meine Erfindung und nicht irgendwas anderes. Trahern, der freut sich schon, dass wir uns bald auf den Weg machen. Unser nächstes Ziel ist der Ort, wo als erstes dieser Götter halt den Boden berührt haben in unserer Welt. Und zwar ist es hinterm Tempel von Melandru in Or an der Fluchküste. Ich freue mich schon. Das heißt, die eigentlich letzte Episode könnte man sagen, nicht die ganz richtige letzte Episode, aber die letzte Episode ist dann nächste Woche dran. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen und wir werden uns dann das nächste Mal wieder in Or sehen in Guild Wars 2. Bis dann.